Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitparkfans. Willkommen zu einem neuen Freizeitpark-Check aus dem Port Aventura. Herzlich willkommen zu einem neuen Freizeitpark-Check. Heute besuchen wir den spanischen Freizeitpark Port Aventura World Parks and Resort. Die Port Aventura World wurde im Jahr 1995 nahe der Stadt Salou und nur circa eine Autostunde von Barcelona entfernt an der malerischen Costa Dorada eröffnet. Mit einem Investitionsvolumen von ungefähr 300 Millionen Euro wurde dabei auch von Anfang an viel Geld in den Park gesteckt. Nach einigen Problemen bei der Geldbeschaffung wurde schließlich mit der Dassault-Gruppe ein kompetenter Investor und auch erster Betreiber gefunden. Doch schon im Jahr 1997 wanderten die Anteile dieser Gruppe wieder weiter und der Park wurde in Universals Port Aventura Theme Park umbenannt. Nur 3 Jahre später folgte 2000 dann die nächste Namensänderung zu Universal Mediterranea. Doch auch dies währte nicht lange. Da die weltbekannte Universal-Gruppe mit diesem und auch anderen zumindest kurzzeitig geplanten Freizeitparkprojekten in Europa nicht wirklich Fuß fassen konnte, verkaufte man im Jahr 2004 den Park nahe der Mittelmeerküste an eine spanische Bankengruppe. Damit verschwand dann auch der Name Universal und der Park wurde ab 2005 als Port Aventura weiterbetrieben. Auch wenn der Park somit nach gerade einmal 10 Jahren erneut den Besitzer wechselte, haben die Investoren und Betreiber aus Amerika mit einem Themenpark nach US-Vorbild bis heute dennoch deutliche Spuren hinterlassen. Und an diese wurde auch in den Folgejahren weiter angeknüpft. Stetige Investitionen und Ausbau inklusive. Besondere Meilensteine waren dabei unter anderem die 2007 eröffnete Achterbahn Furios Baco und natürlich auch der 2012 eröffnete Hypercoaster Shambhala. Und um auch wieder an das alte Filmthema anzuknüpfen, wurde 2011 mit dem Sesamo Adventure ein komplett neuer Themenbereich mit TV-Bezug errichtet. Aktuell firmiert der Park unter dem etwas sperrigen Namen Port Aventura World Parks and Resort und zieht ca. 3,5 Millionen Besucher auf das fast 120 Hektar große Gelände an der spanischen Mittelmeerküste. Das Parkareal ist in insgesamt 6 Themenbereiche aufgeteilt. Von offenen und weitläufigen Stellen bis zu kleinen, dicht bewachsenen Wegen ist hier wirklich alles vertreten. Natürlich, wie es sich für einen Themenpark gehört, immer mit einer detailreichen und absolut liebevollen Gestaltung. Angefangen bei Mediterranea, mit einer typisch südländischen Mittelmeeroptik samt Wasser- und Weinbergen, Dschungelfeeling mit exotischen Pflanzen im polynesischen Themenbereich, das geheimnisvolle, aber auch bunte Lebensgefühl Mittelamerikas in Mexiko, die fernöstliche Welt in China mit typischer Architektur und einem Abstecher in das Hochgebirge des Himalaya oder Canyons und Western-Feeling in klassischer US-Postkartenoptik beim großen Far West-Themenbereich. Zusätzlich gibt es mit dem Sesamstraßenbereich noch eine separate Themenwelt, in der die Wünsche der kleineren Besucher im Vordergrund stehen. Aber nicht nur Familien, sondern auch alle Fans von Elmo, Krümelmonster und Co. kommen hier voll auf ihre Kosten. Alles in allem bietet der Park eine sehr harmonische, schön thematisierte und abwechslungsreiche Optik für wirklich jeden Geschmack. Und das gleiche gilt übrigens auch für die zahlreichen Attraktionen des Parks. Mit weit über 35 größeren Attraktionen und Bahnen gibt es in Port Aventura viel zu erleben. Eine davon ist Crazy Barrels. Der 1995 eröffnete Hus Breakdance befindet sich im Themenbereich Far West und wurde in einer dementsprechenden Optik gestaltet. In den Gondeln für je 2 Personen wird man, wie bei diesem Karusselltyp üblich, ordentlich im Kreis umhergewirbelt. Auch im Kreis, aber deutlich gemächlicher geht es beim klassischen Karussell zu. Dieses liegt am anderen Ende der Far West Themenwelt und kommt in einer typischen, aber dennoch zur Umgebung passenden Optik daher. Große und kleine Cowboys bzw. Cowgirls können hier einen Ausritt zu Pferde oder mit einer Kutsche machen. Und ganz mutige dürfen sogar versuchen, einen der Büffel zu zähmen. Eine ebenfalls entspannte, aber etwas höhere Fahrt findet sich mit Globus im chinesischen Themenbereich des Port Aventura. Das 1995 eröffnete Balloon Race von San Perla bietet einen ruhigen Rundflug. Aus einigen Metern Höhe kann man hier dem Treiben im kleinen Kinderbereich des Parks zuschauen und von dort auch direkt nach der nächsten Attraktion Ausschau halten. Sehr markant und für einige sicher gewöhnungsbedürftig ist dabei die Optik im gesponserten Lutscher-Look. In direkter Nachbarschaft und optisch zumindest etwas passender ist die Kinderfahrschule. Hier können kleinere Kinder Runden durch eine asiatisch angehauchte Welt drehen und erste Erfahrungen im Straßenverkehr machen.
Wem dies dann doch zu langweilig ist, kann sich von den Teacups umherwirbeln lassen. Da Porzellan ja bekanntlich in China erfunden wurde, befindet sich diese Attraktion von Mugrides dann auch passenderweise im entsprechenden Themenbereich des Port Aventura. Die mit Drachendekor gestalteten Tassen gehören zu den Klassikern eines jeden Freizeitparks und bieten auch hier Spaß für die ganze Familie. Das gleiche gilt natürlich auch für Koba Imperial. Die Zierer Berg- und Talbahn kommt zwar nur in der Standardoptik daher, aber diese passt mit ihrem Drachendesign auch so schon perfekt zum umgebenden China-Areal. Und Spaß macht die Kreisfahrt über kleine Hügel allemal. Ebenfalls dem Thema Drachen gewidmet ist Dragones. Dieses kleine Karussell richtet sich eher an die jüngeren Besucher des Parks. Etwas langsamer als Koba Imperial, aber auch mit Auf- und Abbewegungen hüpfen die liebevoll gestalteten Gondeln während der Fahrt im Kreis umher. Einen Tick höher geht es mit Cometas hinauf. Auch dieses Karussell befindet sich im Kinderbereich der chinesischen Themenwelt. Leider ist die 1995 eröffnete Attraktion allerdings nur spärlich thematisiert worden. Aber das dürfte wohl nur die wenigsten von einer entspannten Runde in knapp 3 Metern Höhe abhalten. Deutlich actionreicher geht es dafür bei Yucatan zu. Das Fahrgeschäft vom Typ Musikexpress befindet sich im mexikanischen Themenbereich und wurde dort sehr schön in Szene gesetzt. Auf die sonst übliche Überdachung wurde hier allerdings verzichtet. Stattdessen ist das Karussell von einer Felswand umrandet und mit einer Schlangendarstellung in der Mitte verziert. Und auch die einzelnen Gondeln können mit einer Gestaltung im Mexiko-Look punkten. Alle, die lieber selbst bestimmen wollen, wo es lang geht, sollten bei Wild Buffaloes vorbeischauen. Der Autoscooter liegt von außen nur schwer zu erkennen in der Westernstadt nahe dem Breakdance. In einem stallähnlichen Gebäude findet sich eine Herde, die gezähmt werden möchte. Denn die einzelnen Chaisen sind als Büffel gestaltet und laden groß und klein zu einem Ritt durch die Prärie ein. Wer nicht auf Stallgeruch steht und stattdessen lieber Seeluft schnuppern möchte, ist bei Contiki genau richtig. Bei diesem Namen denken viele wahrscheinlich zunächst an den gleichnamigen Karusselltyp. Doch im Port Aventura verbirgt sich dahinter einer der absoluten Klassiker. Die Schiffsschaukel. Mindestens genauso ungewöhnlich wie die Bezeichnung ist auch die Optik der Anlage aus dem Hause Huss. Denn das große Boot ist passend zum polynesischen Themengebiet als Katamaran gestaltet worden und darf somit schon fast als eine der schönsten Schiffsschaukeln überhaupt bezeichnet werden. Die Fahrt selber bietet natürlich das bekannte Gefühl mit hohen Ausschwüngen und viel Magenkribbeln. Noch weiter in Richtung Himmel geht es bei Huracan Condor. Dieser Giant Drop von Intamin wurde 2005 im Park eröffnet und liegt im Mexiko-Themenbereich. Auffällig ist dabei die für einen Freefall sehr aufwendige Gestaltung. Aber auch die Fahrt selber hat einiges zu bieten. So gibt es zwei Möglichkeiten, den Turm zu erleben. Entweder sitzend oder auch stehend. Doch egal, wofür man sich dabei entscheidet, der Sturz aus den Wolken dürfte in jedem Fall lange in Erinnerung bleiben. Denn mit einer Gesamthöhe von 115 Metern gehört die Anlage zu den höchsten in Europa. Zwar ist die eigentliche Fahrhöhe von ungefähr 100 Metern etwas geringer, dies reicht aber dennoch, um Adrenalinsüchtigen ein dickes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und bevor man mit ca. 115 km/h in die Tiefe stürzt, kann man sogar noch einen wunderbaren Überblick vom Park und der Umgebung bekommen. Wer sich seinen Überblick des Port Aventura lieber vom sicheren Boden aus machen möchte, dem sei die Rundfahrt mit der Western-Eisenbahn ans Herz gelegt. Mit mehreren Haltepunkten bietet sich die Tour zur Erkundung des Parks und auch als Transportmittel an. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Parks ist diese Version allerdings um einiges größer und bietet mit seiner großen Spurweite viel Platz und ein authentisches Eisenbahnfeeling. Zusätzlich interessant wird die Fahrt durch die Tatsache, dass man mit dem Zug an Stellen vorbeikommt, die man vom normalen Parkweg nicht zu Gesicht bekommt. Also eine Attraktion, die man sich keinesfalls entgehen lassen sollte. Auch auf Schienen geht es mit Los Potrillos weiter. Die klassische Reitbahn befindet sich im mexikanischen Themenbereich und lädt kleine als auch große Entdecker zu einem Ausritt ein. Zwar ist die Fahrt mit knapp 2 Minuten nicht besonders lang, kann aber dennoch mit einer schönen Optik punkten. Direkt neben der Pferdereitbahn gibt es aber auch noch andere Tiere, die zu einer fröhlichen Fahrt einladen. Los Armadillos richtet sich allerdings eher nur an die kleinen Besucher. Als Gürteltiere gestaltete Gondeln drehen sich hier gemütlich im Kreis. Ebenfalls rund, aber deutlich aufregender geht es bei Serpiente Emplumada zu. Die großen Gondeln wirbeln mit Auf- und Abbewegungen im Kreis um eine Figur in der Mitte. Zusätzlich dazu drehen sich die einzelnen Gondeln auch noch um die eigene Achse, was bei einigen für leichte Schwindelgefühle sorgen dürfte. Wer das nicht verträgt, sollte aber dennoch nicht einfach an dieser Attraktion vorbeigehen, denn dank der wirklich schönen Thematisierung ist das Karussell auch von außen ein echtes Highlight. Und nur wenige Schritte entfernt liegt eine weitere Attraktion mit Kreisdrehung.
Hierbei handelt es sich um einen Flipper der Firma Huss, der hierzulande fast nur auf Volksfesten anzutreffen ist. Während der Fahrt dreht sich die große Plattform und neigt sich dabei immer weiter in die Höhe. Und durch die dabei entstehenden Fliehkräfte drehen sich dann auch die einzelnen Gondeln. Leute mit einem schwachen Magen sollten auch hier lieber wieder nur zuschauen, was aber dank der schönen Optik im Indianer-Look nicht schwerfällt. Die nächsten Attraktionen und Bahnen kommen dagegen in einer völlig anderen Gestaltung daher, denn diese befinden sich allesamt im Themenbereich Sesamo Aventura. Hier stehen dann natürlich besonders die verschiedenen Charaktere der weltbekannten Kinderserie im Vordergrund. Logischerweise sind dementsprechend auch alle Bahnen besonders für die Zielgruppe der Familien ausgelegt. Die erste davon ist eine Attraktion vom Typ Magic Bikes. Bei Mariposa Saltarinas sollte man kräftig in die Pedale treten, um mit den namensgebenden Schmetterlingen in die Höhe zu steigen. Ebenfalls mit etwas Kraftaufwand müssen die zwei Türme von El Salto de Blas bezwungen werden. Ist man dann jedoch oben angekommen, belohnen einen die zwei Tower von Sunkit aber auch mit einer schönen Aussicht aus ca. 10 Metern Höhe. Wem das zu anstrengend ist, kann mit Loco Loco Tiki auch ohne eigenes Zutun die Lüfte erobern. Bei der Attraktion des Typ Crazy Bus fällt besonders die im Vergleich zu den meisten dieser Anlagen ungewöhnliche Gestaltung als Haus auf. Und kaum hat man in dieser kleinen Hütte Platz genommen, schwebt man wie von Geisterhand immer weiter in die Höhe. Leichtes Magenkribbeln inklusive. Feuchtfröhlich wird es dagegen bei Magic Fish. Das Wild Water Rondell aus dem Hause Zierer befindet sich in einem kleinen Wasserbecken im hinteren Bereich des Sesamstraßen-Themengebiets. Hier nehmen einen bunte Fische auf eine lustige Runde über die Wellen mit. Und wer sich zunächst mal einen Überblick des ganzen Bereichs verschaffen will, sollte unbedingt eine Runde mit Coco Piloto drehen. In kleinen, von Grobi persönlich entworfenen Flugzeugen überfliegt man einen Großteil der Sesamo Aventura Welt. Aber die Einschienenbahn von SBF Visa bietet nicht nur eine schöne Sicht, sondern während der Fahrt zusätzlich auch erholsame Minuten. Und die kann der ein oder andere bestimmt gut gebrauchen, denn neben den gerade genannten Attraktionen gibt es noch zahlreiche Spiel- und Klettermöglichkeiten im großen Kinderland des Port Aventura. Davon finden sich übrigens auch im restlichen Park noch andere. So gibt es an einigen Stellen noch Möglichkeiten, damit sich die Kids richtig austoben können. Auf eine gewisse Art und Weise zählt dazu mit Sicherheit auch das Labyrinth Blacksmith. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um ein kleines Labyrinth im Westernbereich. Eine ähnliche Attraktion befindet sich mit El Secreto de los Mayas auch im Mexiko-Abschnitt. Dieser Walkthrough ist allerdings einige Nummern größer und auch deutlich aufwendiger gestaltet. Das Spiegellabyrinth führt durch einen alten Maya-Tempel und verfügt nicht nur über eine dementsprechende Optik, sondern kann auch mit einer sehr verwirrenden Wegführung punkten. Zusätzlich gibt es mit Drehplatte und Zerspiegeln auch noch ein paar andere Besonderheiten. Insgesamt also eine sehr gute Familienattraktion. Nur die geringe Kapazität und damit verbundene Wartezeiten trüben den Eindruck ein wenig. Und damit sind wir dann auch quasi schon im Bereich der Dark Rides angekommen. In dieser Kategorie hat das Port Aventura eigentlich nichts zu bieten. Klassische Themenfahrten sucht man im Park leider vergebens. Es gibt aber immerhin Attraktionen und Bahnen, die man im weitesten Sinne als Themenfahrten bezeichnen kann. Die Rundfahrt La Granja del Elmo kommt dieser Bezeichnung noch am nächsten. Wie der Name schon vermuten lässt, befindet sich diese im Sesamstraßenbereich. Hier hat Elmo seinen eigenen kleinen Bauernhof errichtet. Während der ca. 3-minütigen Traktorfahrt gibt es viel zu entdecken. Neben allerhand Tieren finden sich zusätzlich auch einige andere Charaktere der beliebten Kinderserie. Und nicht nur deshalb sollte man dieser Bahn einen Besuch abstatten, denn der Ride punktet auch optisch mit einer schönen und liebevollen Thematisierung. Eine weitere Attraktion mit Dark Ride Charakter und Filmbezug ist Ice Age The Ride. Diese Anlage befindet sich allerdings etwas unpassend im polynesischen Themenbereich. Durch tropische Vegetation führt einen der Weg hier in die Welt von Sid, Manny, Diego und Co. Technisch handelt es sich dabei um einen Simulator, ähnlich dem früheren Race for Atlantis im Phantasialand. Die Version im Port Aventura hat jedoch eine deutlich kleinere Leinwand. In zwei Ebenen warten mehrere Gondeln auf Besucher. Hat man hier Platz genommen, folgt ein kurzes Abenteuer durch die Welt der Kinohelden. Aufgrund der zu kleinen Leinwand kann die Fahrt dabei aber leider nicht wirklich überzeugen. Einzig die Stimmung in der Queue-Line kann während der oftmals langen Wartezeit zumindest für ein wenig Spaß sorgen. Dafür auf keinen Fall verpassen sollte man Tiempo del Fuego. Dieser Walkthrough befindet sich im Mexiko-Bereich und führt auf eine spannende Expedition. In Indiana Jones Manier gilt es hier Rätsel zu lösen und gefährliche Höhlen zu durchqueren. Bei der geführten Tour, die im Grunde schon fast eine Show darstellt, kann man zwar nicht selber ins Geschehen eingreifen, aber das ist an dieser Stelle weder nötig noch gewollt.
denn mittels guter Thematisierung und zahlreichen grandiosen Effekten ist das Erlebnis auch so ein absolutes Highlight. Besonders das große Finale kann voll überzeugen und zieht wirklich jeden in seinen Bann. Und wo wir damit schon quasi bei den Shows angekommen sind, bleiben wir auch direkt in diesem Bereich. Wie es sich für einen großen Themenpark gehört, verfügt auch das PortAventura über eine große Auswahl verschiedenster Darbietungen. Hier findet sich mit Sicherheit für fast jeden Geschmack etwas. Ob Western Stunt Show, Tanz und Musik im Saloon, magische Seifenblasen oder eine lustige und auch lehrreiche Reise ins Tierreich. Die Variationen sind extrem vielseitig. Zusätzlich gibt es abseits der großen Show auch zahlreiche kleinere Darbietungen durch den ganzen Park verteilt. Besonderes Highlight ist allerdings die große Abendshow während der Sommermonate mit Parade und anschließendem Höhenfeuerwerk. Nach diesem kleinen Abstecher aber wieder zurück zu den Attraktionen in PortAventura. Wie es sich für einen Park im meist warmen Süden Europas gehört, bietet das Ausflugsziel an der spanischen Mittelmeerküste eine gute Auswahl an Wasserbahnen. Betritt man den Park und hält sich links, ist die erste davon Grand Canyon Rapids. Wie der Name schon vermuten lässt, befindet sich diese Anlage im Fahrweis-Themengebiet. Die 1995 eröffnete Bahn ist ein typisches Rafting von Intamin. Auf der 465 Meter langen Strecke geht es durch Schluchten und Höhlen, vorbei an Wasserfällen und natürlich durch wilde Stromschnellen. Also fast wie beim originalen Colorado River. Das gleiche gilt natürlich auch für die Thematisierung. Auch diese ist dem weltbekannten Canyon nachempfunden und erstrahlt im typisch roten Felslook. Leider kann die Fahrt selber nicht ganz so überzeugen, denn Highlights wie Wellenbecken, Strudel oder kleine Abfahrten fehlen der Bahn. Dadurch ist zwar auch der Nässegrad verhältnismäßig gering, aber dennoch ist dieses Rafting eine feuchtfröhliche Angelegenheit mit hohem Fun-Faktor. Besonders Gruppen oder Familien werden hier sicherlich ihren Spaß während der knapp 5-minütigen Fahrt haben. Mindestens das gleiche gilt auch für Angkor, denn dieses Splash Battle von Mack Rides kann schon fast als zwei Attraktionen in einer bezeichnet werden. Aber der Reihe nach. Zunächst muss man sich auf eine Entdeckungstour zum alten kambodschanischen Tempel Angkor Wat begeben. Vorbei an mächtigen Elefantenstatuen durchschreitet man ein großes Tor. Nun sind es nur noch wenige Schritte und das Abenteuer ist in Sichtweite. Jetzt heißt es, in einem der Boote Platz zu nehmen und sich mit dem Spielgerät vertraut zu machen. Denn wie bei solchen Attraktionen üblich, ist jeder Sitz mit einer kleinen Wasserkanone ausgestattet. Lustigerweise funktionieren diese sogar schon innerhalb der Station, wodurch wartende Gäste, Personal und Bedienpult auch einige Wassertropfen abbekommen können. Aus der schönen Station geht es dann ins Freie. Die ersten Meter der Strecke sind für ein Splash Battle allerdings eher trocken, denn zunächst passieren die Boote eine Passage, auf der es nur Ziele am Rand des Kurses zu treffen gilt. Für jeden Treffer gibt es jedoch sofort Belohnung in Form von sich bewegender Szenerie und kleinen Überraschungen. Im Grunde also eine interaktive Themenfahrt. Doch ab ungefähr der Hälfte der über 300 Meter langen Strecke wird das Gelände offener und die Wasserschlacht zwischen den einzelnen Booten beginnt. Ab diesem Punkt wird es dann auch wirklich nass, denn die Fahrt führt die kleinen Flosse sehr dicht aneinander vorbei, wodurch man gegnerischen Wasserkanonen nicht entkommen kann. Aber dies ist bei den meist sommerlichen Temperaturen Spaniens eine schöne Abkühlung und für wirklich jeden ein absoluter Spaß. Zusätzlich gibt es rund um den sehr langen Kurs auch außerhalb der Strecke einige Wasserkanonen, wodurch also auch von ungeahnter Seite einige Tropfen ins Boot gelangen können. Insgesamt ist Angkor mit knapp 10 Minuten nicht nur sehr lang, sondern auch ein tolles Beispiel für ein gelungenes Splash-Battle. Diese Kombination aus Wasserschlacht und wunderschöner Themenfahrt gehört mit Sicherheit zu dem Besten, was es in diesem Bereich gibt. Und selbst wenn man nicht mitfahren möchte, zieht einen die Anlage aus dem Hause Mack Rides voll in seinen Bann. Denn ein Großteil der Strecke ist über eine lange Brücke von oben einsehbar und befördert auch Zuschauer mitten ins Geschehen. Für mich persönlich gehört Angkor deshalb auf jeden Fall zu den Highlights im PortAventura. Eine ebenfalls schöne, aber gänzlich trockene Rundfahrt bietet Waitanport. Im weitesten Sinne ist eine Tour mit den großen Booten auch weniger klassische Wasserbahn, sondern vielmehr ein Transportmittel vom vorderen Teil des Parks zum weiter innen liegenden Themenbereich China. Der Fluss verläuft dabei etwas abseits der sonst einsehbaren Ecken und bietet nicht nur völlig andere Eindrücke, sondern auch ruhige Minuten zum Entspannen. Also die perfekte Attraktion, wenn man dem Trubel im Park etwas entgehen möchte. Eine ganz andere Fahrt erwartet die Besucher beim Tutuki Splash. Hier wird es wieder actionreicher und auch nasser. Denn bei der 1995 eröffneten Attraktion handelt es sich um einen Shoot the Cute der Firma Intamin. Eingebettet in die schöne Landschaft des polynesischen Themenbereichs schlängelt sich die 440 Meter lange Strecke auf verschiedenen Ebenen durch die tropische Vegetation.
Die großen, bis zu 20 Personen fassenden Boote durchqueren dabei übrigens auch zwei kleine Tunnelabschnitte, welche allerdings nicht sonderlich stark thematisiert sind. Spektakulärer sind da schon die zwei Abfahrten. Die kleinere davon ist noch relativ harmlos und nur ein Vorgeschmack auf das, was folgen soll. Aus einigen Metern Höhe stürzt das Boot in die Tiefe und die Mitfahrer werden ein erstes Mal nass. Mit einer großen Auffahrt geht es nun wieder nach oben. Dort angekommen befindet man sich quasi im Krater eines alten Vulkans. Mittels einer leicht abwärts verlaufenden Rechtskurve führt die Strecke immer schneller der großen Schussfahrt entgegen. Aus ca. 15 Metern Höhe nimmt das Boot Fahrt auf und rast mit knapp 60 km/h den Abhang des Vulkans hinunter. Mit einem riesigen Splash geht es jetzt zurück ins kühle Nass. Wassermassen schießen empor und verteilen sich über die Insassen. Aber nicht nur für Mitfahrer bietet sich hier ein feuchtfröhliches Abenteuer. Dank einer großen Brücke direkt über dem Splash können auch wagemutige Zuschauer völlig durchnässt werden. Alles in allem also eine spritzige und von außen auch optisch schöne Fahrt. Nicht ganz so schön thematisiert ist Silver River Flume. Bei dieser klassischen Wildwasserbahn mit Baumstammbooten kann einzig die Station mit einer schönen Gestaltung punkten. Der Rest des 1995 eröffneten Lock Flume kommt dagegen ohne optische Highlights daher. Dafür punktet die Anlage von Mack Rides allerdings mit einer recht langen Strecke. Die fast 700 Meter lange Fahrrinne schlängelt sich über mehrere Ebenen und kreuzt dabei sowohl sich selber als auch die nahe Minenachterbahn. Aufgrund der örtlichen Topografie verläuft die Strecke dabei ungewöhnlicherweise sehr selten bodennah, sondern meist in einigen Metern Höhe und bietet dadurch eine gute Aussicht auf die komplette Anlage. Und wie es sich für eine ordentliche Wasserbahn gehört, gibt es natürlich auch einige Abfahrten. Gleich dreimal stürzen sich die Boote des Silver River Flumes aus verschiedenen Höhen in die Tiefe. Nass wird man bei jeder, aber ganz besonders die letzte, gut 16 Meter hohe und ziemlich steile Abfahrt sorgt für viel Spaß und nasse Kleidung. Aber man kann sich ja auch wieder vom Fahrtwind einer der Achterbahnen im Park trocknen lassen. Und wo wir mit der Wildwasserbahn gerade schon eine davon überquert haben, starten wir auch direkt mit dieser. El Diablo befindet sich im Mexiko-Bereich des Port Aventura und wurde als alte Mine gestaltet. Zur einen Seite bestimmen verlassene Stollen und alte Bergwerksgebäude das Bild. Gegenüber ist die Thematisierung nicht mehr ganz so ausgeprägt. Hier steht eindeutig die Stahlkonstruktion im Vordergrund. Die 1995 eröffnete Familienachterbahn wurde allerdings nicht wie so oft von Vekoma, sondern von Arrow gebaut. Mit insgesamt 3 Lifthills und über 1000 Metern Strecke kommt El Diablo auch auf eine verhältnismäßig lange Fahrt. Diese ist jedoch leider etwas gewöhnungsbedürftig. Damit ist allerdings nicht das Erlebnis an sich gemeint, sondern vielmehr die Aufteilung innerhalb der Bahn. Denn kaum hat der Zug etwas Geschwindigkeit aufgenommen, geht es leider viel zu schnell wieder in einen Lifthill und der Ritt durch das Bergwerk wird kurz unterbrochen. Ganz besonders das Stück zwischen der zweiten und dritten Auffahrt ist dabei zu nennen, denn dieser Abschnitt besteht im Grunde nur aus dem Drop und einer Kurve. Dann wird der Zug auch schon wieder abgebremst. Hier bleibt im wahrsten Sinne des Wortes einiges Potenzial auf der Strecke. Die Anlage kann dadurch auch nicht mit anderen Minenachterbahnen mithalten und ist eher etwas für zwischendurch. Aber dennoch ist El Diablo mit maximal 16,5 Metern Höhe und Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 60 km/h eine ordentliche Familienachterbahn, welche mit schöner Thematisierung und langer Fahrzeit punkten kann. Deutlich kürzer fällt Tummy Tummy aus. Die kleinste der Achterbahnen des Port Aventura befindet sich im Sesamstraßenbereich und richtet sich somit ganz besonders an das jüngere Publikum. Die 207 Meter lange Strecke des 1998 eröffneten Junior Coaster von Vekoma hat zwar nicht viel Thematisierung zu bieten, ist dank einer schönen Landschaftsgestaltung aber dennoch optisch gelungen. Ein kleiner See, große Palmen und Gräser sorgen für eine abwechslungsreiche Fahrt. Diese ist mit einer Höhe von etwas über 8 Metern und Geschwindigkeiten von knapp 35 km/h zwar nicht sonderlich spektakulär, dafür dreht der Zug aber immerhin 2 Runden. Also genau das Richtige für Kinder. Im Grunde für die gleiche Zielgruppe ist Tomahawk. Der Typ dieser Anlage ist für eine Kinder- bzw. Familienachterbahn allerdings recht ungewöhnlich. Denn hierbei handelt es sich um eine Holzachterbahn. Mit ca. 13 Metern Höhe und knapp 50 km/h Spitzengeschwindigkeit ist dieser Woody jedoch ein idealer Übergang von Junior Coaster zu etwas größeren Modellen. Aber nicht nur Kinder haben ihren Spaß auf Tomahawk. Denn die von Custom Coaster International gebaute und 1997 eröffnete Anlage macht auf den gut 440 Metern Strecke auch Erwachsenen Spaß. Wirkliche Highlights bietet die Fahrt zwar nicht, sollte aber bei niedrigen Wartezeiten dennoch nicht ausgelassen werden. Passend für eine Bahn aus Holz ist dabei auch der Standort im Far West Themenbereich. Zusammen mit Stampeder bildet Tomahawk eine interessante und auch optisch gelungene Abrundung der Westernstadt.
Und damit sind wir dann auch beim großen Bruder bzw. den beiden großen Brüdern. Denn die Holzachterbahn Stampeder verfügt über zwei getrennte Strecken, also ein sogenannter Racing Coaster. Wie auch schon Tomahawk wurde Stampeder von Custom Coaster International gebaut und 1997 eröffnet. Jedoch sind diese beiden Bahnen mit über 25 Metern Höhe und gut 950 Streckenmetern um einiges größer. Auch der Topspeed fällt mit knapp 75 km/h in die Kategorie ausgewachsene Achterbahn. Das Layout ist dabei sehr verschachtelt. Steile Abfahrten und viele Kurven wechseln sich ständig ab. Und auch Tunneldurchfahrten hat Stampeder zu bieten. Ein weiteres Merkmal der roten und blauen Bahn ist natürlich auch das Duell der beiden Züge. Leider gibt es allerdings auch noch ein anderes Duell während der Fahrt. Und zwar das Duell Mensch gegen Achterbahn. Was sich jetzt komisch anhört, ist in Realität aber wirklich so. Denn der Wooden Coaster verteilt beinahe während der gesamten Runde heftige Schläge. Und wenn man nicht gerade einen Körper aus Stahl hat, verliert man das Duell gegen Stampeder. Schmerzen und blaue Flecke sind fast unausweichlich. Dieses Problem wird zwar bereits seit 2014 durch ein Retracking versucht zu beheben, aber aktuell noch ohne nennenswerten Erfolg. Jedoch sei auch gesagt, dass mir persönlich trotz aller Schläge eine Runde auf Stampeder sehr viel Spaß gemacht hat. Denn die Bahn vermittelt eben nicht nur das typische Holzachterbahn-Feeling, sondern punktet auch mit einer schnellen und abwechslungsreichen Fahrt. Zartbeseitete sollten aber dennoch lieber einen großen Bogen um die beiden Woodies machen. Ähnliches gilt leider auch bei der nächsten Bahn. Aber der Reihe nach. Schon kurz hinter dem Eingang entdeckt man mit Furious Baku die erste Achterbahn. Hierbei handelt es sich um den Prototyp eines Wing Coaster aus dem Hause Intamin. Die 2007 eröffnete Anlage liegt schön thematisiert im Bereich Mediterranäer. Passend dazu fällt dann auch die Gestaltung als Weingut mit einem echten kleinen Weinberg aus. Optisch sind sowohl die Station und auch der am Parkweg gelegene Teil der Bahn absolut gelungen. Das Layout der 850 Meter langen Strecke ist dagegen sehr einfach gehalten. Im Grunde absolviert dieser nur eine Runde in Form einer 8, aber das dafür dann mit einer extrem hohen Geschwindigkeit von maximal 135 km/h. Damit gehört Furious Baku dann auch zu den schnellsten Achterbahnen Europas. Erreicht wird dieses Tempo mit einem nicht minder beeindruckenden Hydraulikabschuss. Dieser beschleunigt den gesamten Zug aus dem Stand in 3,5 Sekunden von 0 auf 135 km/h. Ein echtes Highlight schon direkt zu Beginn der Fahrt. Danach geht es ein Stück abwärts durch eine Schlucht. An dieser Stelle verspürt man sogar ein wenig der beliebten Airtime. Doch ab jetzt wird die Runde auf den wilden Weinfässern unangenehm. Denn Furious Baku verteilt nun einige Schläge an die Mitfahrer. Was zusammen mit den Bügelwesten für leichte Kopfschmerzen sorgen kann. Etwas aufgelockert wird die Fahrt noch mit einem Überschlag in Form eines Inline-Twist. Nur noch eine letzte Kurve über den großen See und man befindet sich wieder in der Station. Die Fahrt mit Höhen und Tiefen ist zu Ende. Allerdings muss man dafür in der Regel auch recht lange anstehen, denn trotz einer Kapazität von 1500 Besuchern pro Stunde sind Wartezeiten von über 2 Stunden keine Seltenheit. Dafür bekommt man dann zwar im Grunde nur hohe Geschwindigkeit und einen extremen Abschuss geboten, aber dies ist es allemal wert. Etwas mehr hat die nächste Achterbahn zu bieten. Dragon Khan ist mit ca. 115 km/h zwar nicht ganz so schnell, besitzt dafür aber gleich 8 Inversionen auf der fast 1270 Meter langen Strecke. Damit war die Bahn zum Zeitpunkt der Eröffnung im Jahr 1995 sogar kurzfristig Rekordhalter, was die Anzahl der Überschläge angeht. Und auch optisch macht die im chinesischen Themenbereich des Port Aventura liegende Achterbahn einiges her. Zum einen wegen der schönen Station im asiatischen Tempellook und zum anderen wegen der fast von überall gut einsehbaren Strecke. Fast schon erhaben thront der B&M Coaster auf einem Hügel über dem Park. Allerdings merkt man Dragon Khan sein Alter inzwischen doch etwas an. Denn hier und da verteilt die Bahn den einen oder anderen kleinen Schlag. Eine Fahrt sollte man aber dennoch wagen, denn der Ritt über die Schienen macht auch heute noch viel Spaß. Und das nicht nur wegen der vielen verschiedenen Überschläge. Auch die Höhe von gut 45 Meter und insgesamt sogar fast 50 Meter Höhenunterschied tun ihr Übriges. Im Vergleich zur letzten Achterbahn in Port Aventura wirken aber selbst diese Abmessungen fast schon winzig. Denn direkt neben und über Dragon Khan thront Shambhala. Der 2012 eröffnete B&M Hypercoaster ist mit 76 Meter sogar noch um einiges höher und damit nicht nur optisch ein Highlight. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 134 km/h rasen die Züge über Berg und Tal. Doch der Reihe nach. Bevor man in den Genuss der Fahrt kommt, muss man zunächst eine Reise in den Himalaya wagen. Aus einem Tempel startet dann die Expedition in den Himmel. Während der Auffahrt zum höchsten Punkt hat man dabei eine tolle Sicht auf den Park und das nahe Mittelmeer. Nach diesen ersten entspannten Metern geht es dann aber wieder 78 Meter in die Tiefe.
Die insgesamt über 1500 Meter lange Strecke führt nun durch Tunnel, Wasserbecken, Kurven und über viele kleine und große Hügel. Neben der hohen Geschwindigkeit und steilen Abfahrten steht dabei ganz besonders die Airtime im Vordergrund. Und die hat es wirklich in sich. Gleich mehrfach hat man hier das Gefühl der Schwerelosigkeit, wie man es in Europa wohl nur selten bei anderen Achterbahnen findet. Zusätzlich punktet Chamballa auch mit einer B&M typisch hohen Laufruhe. Damit ist dieser Hypercoaster nicht nur optisch, sondern auch in allen anderen Belangen das absolute Highlight in Port Aventura und eine Fahrt bei einem Besuch absolute Pflicht. Selbst wenn es trotz der hohen Kapazität von ca. 1500 Besuchern pro Stunde längere Wartezeiten gibt. Chamballa darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Und wer noch mehr Details zu dieser Achterbahn haben möchte, sollte sich auch mein Achterbahn-Duell zwischen Silverstar und Chamballa nicht entgehen lassen. Dort gibt es noch viele weitere Details zu diesem Coaster in Port Aventura. Und mit noch mehr Details zu Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie, Anfahrt und Preisen des Port Aventura geht es nun auch an dieser Stelle weiter. Da man an einem Tag fast unmöglich alle Attraktionen, Bahnen oder Shows im Park erleben kann, verfügt das Port Aventura über ein großes Resort. Viele verschiedene Hotels stehen dabei zur Auswahl. Ob typisch mediterran, Karibik-Feeling, Wildwest-Romantik oder exklusive Übernachtung im 5-Sterne-Hotel. Hier ist für fast jeden Geschmack und Geldbeutel das Richtige dabei. Alternativ gibt es dank der Nähe zum Meer, aber auch in der Umgebung viele andere Hotels und Ferienwohnungen. Und wem ein Ausflug ans Meer dann doch zu weit ist, für den bietet das Port Aventura mit dem Caribe Aquatic Park auch einen eigenen Wasserpark. Unzählige Rutschen, Schwimmbecken, Wasserspielplätze oder gemütliche Ruhezonen sorgen auch abseits von Karussell und Achterbahnen für viel Spaß. Allerdings ist ein Besuch im Wasserpark aufpreispflichtig und muss gesondert bezahlt werden. Und damit sind wir dann auch bei den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen des Port Aventura. Grundsätzlich hat der Freizeitpark an der spanischen Mittelmeerküste von Mitte März bis Anfang Januar geöffnet. Bis auf die Wintermonate sogar täglich. Im November, Dezember und Januar wird oftmals nur an Wochenenden oder während der Ferien geöffnet. Die täglichen Zeiten, an denen das Port Aventura besucht werden kann, variieren dabei stark. Die Tore öffnen morgens immer um 10 Uhr. Wann der Park am Abend wieder geschlossen wird, ist jedoch sehr unterschiedlich. Je nach Saison sind Öffnungszeiten bis 0 Uhr und an einigen Tagen sogar bis 3 Uhr morgens möglich. Konkrete Auskünfte über die genauen Zeiten am Besuchstag erfährt man am besten auf der Homepage des Parks. Das Tagesticket kostet für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren 39 Euro. Besucher ab 11 Jahren zahlen 45 Euro. Senioren ab 60 kommen für 39 Euro in den Park. Vergünstigte Tickets für Menschen mit Behinderungen kosten 23 Euro. Nachlässe bei vorherigem Online-Kauf gibt es bei Tagestickets nicht. Erst bei Buchen von Mehrtageskarten gibt es im Web auch Vergünstigungen. Einen genauen Überblick findet ihr auch hier wieder auf der Homepage des Parks. Die Anfahrt zum Port Aventura ist absolut problemlos. Dank der nahen Autobahn und eigenem Anschluss an das Bahnnetz ist der Park gut erreichbar. Für Gäste aus dem Ausland empfehlen sich die Flughäfen in Reus oder Barcelona. Von dort gibt es dann verschiedene kostenpflichtige Bus-Shuttle, die einen direkt zum Resort oder Parkeingang bringen. Und zum Abschluss dieses Freizeitpark-Check noch mein persönliches Fazit. Das Port Aventura World Parks and Resort gehört mit Sicherheit zu den besten Freizeitparks in Europa. Die Auswahl an Karussells und Bahnen ist riesig. Dank der guten Mischung von Thrill- und familientauglichen Attraktionen kommt hier garantiert jeder auf seine Kosten. Egal ob Kleinkind, Teenager oder Erwachsener. Zusätzlich bietet der Park ein sehr gutes Showprogramm, das ebenfalls kaum Wünsche offen lässt. Gleiches gilt auch für das sehr große und gute Gastronomieangebot im Park. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist das schöne und liebevoll gestaltete Resort, wo nicht nur das Schlafen zum Erlebnis wird. Neben all diesen Pluspunkten möchte ich aber ganz besonders die Thematisierung und Optik des Port Aventura hervorheben. Mit den verschiedenen Bereichen schafft es der Park, die Besucher in eine völlig andere Welt abseits des Alltags zu entführen. Dies alles kombiniert mit dem meist guten spanischen Wetter sorgt für Urlaubsfeeling pur. Aber auch ein paar Schwachpunkte leistet sich das Port Aventura. Zwar verfügt der Park über viele Achterbahnen, jedoch kann davon mit Chamballa nur eine wirklich überzeugen. Und auch im Bereich der Dark Rides bzw. Themenfahrten hat der Park durchaus Nachholbedarf. Denn echte Bahnen dieser Art fehlen leider fast völlig im Port Aventura. Aber das war es dann meiner Meinung nach auch schon an wirklichen Kritikpunkten. Insgesamt kann ich einen Besuch des Port Aventura also absolut empfehlen. Der Park gehört nicht ohne Grund zu den besten in Europa.
Und 2017 gibt es mit dem Ferrariland sogar noch einen weiteren Anreiz, die PortAventura World zu besuchen. Vielleicht gibt es in der Zukunft dann auch dazu noch einen eigenen Check. Wer das nicht verpassen möchte, lässt also am besten gleich ein Abo da. Bis dahin lohnt auch ein Blick in die übrigen Freizeitparkchecks und anderen Videos hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.